Für das Auswärtsspiel in Rostock am 24. Spieltag stand also eine Anreise von 729 Kilometer auf dem Programm. Bereits im Vorfeld erging über die Club-Homepage folgende Aussage: Die Fanszene in Rostock ist für ihre farbenfrohen und lautstarken Auftritte bekannt. In der Vergangenheit ist es allerdings vereinzelt zu Übergriffen auf Gästefans im Rostocker Stadtgebiet gekommen. Wir empfehlen daher dringend, nicht in Kleingruppen in Club-Utensilien durch die Stadt zu laufen. Soeben ein Gespräch mit einem Polizeibeamten gehabt. Da hinten beginnt die geschützte Zone, hier. Und da darf ich dann meine Fankleidung anziehen. Es ist heute schon was vorgekommen, hat er mich gewarnt. Und als ich dann weiterlaufen wollte, hat ihr Auto Nürnberger Kennzeichen, hat er mir noch hinterhergerufen. Gott sei Dank hat mein Auto kein Nürnberger Kennzeichen und steht sicher mit der Rückseite an der Wand in der Tiefgarage meines Hotels, war meine Antwort. So dass jetzt eigentlich ein sicheres Gefühl, was mein Auto betrifft, da ist. Und jetzt gehen wir mal auf den Bereich zu, den ich nur durchqueren darf, wenn ich mich als Nürnberger Fan ausweisen kann. Der sogenannte geschützte Bereich. Schlimme Sache hier in Rostock. Jetzt sind wir in der geschützten Zone und wir können uns als Nürnberger Fans zu erkennen geben. Auch innerhalb des Gästeblocks finden sich überall an den Wänden deutliche Signale, was die Fans von Hansa Rostock von den jeweiligen Gästefans halten. So, da sind wir im Gästeblock. Noch relativ leer, weil es noch recht früh ist, aber schönes Stadion. Und vielen Dank an diese netten Clubfans unbekannterweise, dass sie dieses schöne Foto von mir gemacht haben. Stelle wird von Marteria Mein Rostock gespielt. Es gibt mit diesen beiden Suchbegriffen ein schönes Video, das ein Konzert im hübsch beleuchteten Ostseestadion aus dem Jahr 2018 zeigt.
Der Refrain heißt: Du bist so ehrlich zu jedem, du bist so herrlich dagegen. Und das scheint nach seiner Meinung Rostock zu beschreiben. Könnte aber auch eine schöne Beschreibung der fränkischen Mentalität sein.
vom Krieg. Der Sport steht für Völkerverständigung, Miteinander, Fairplay und Solidarität. Unser Mitgefühl und unsere Sorgen sind bei den Menschen, die unschuldig in diesen Krieg geraten sind. Wir bitten euch, dass wir uns als Zeichen für den Frieden nun gemeinsam erheben und einen Moment innehalten. Vielen Dank.
halbe Stunde dann absolviert. Nürnberg hatte sich mittlerweile als etwas beständigere Mannschaft etabliert, kam häufiger ins letzte Drittel. Das ist Thailand Duman, der kommt zu Fall gegen Nils Fröhling. Und Schiedsrichter Christian Dingert in seinem 130. Zweitligaspiel zeigt er auf den Punkt und das Ganze zu Recht. Das Bein von Fröhling kommt raus. Duman nimmt das natürlich an, aber der Elfmeter ist berechtigt. Während die Clubspieler jubelnd Richtung Gästeblock laufen, rennt der Rostocker Torwart auf den Spieler zu, der die nachträgliche Möglichkeit verursacht hat. Ja, Herr Hertel, vielleicht noch mal einen Satz zu der Elfmetersituation. Wie haben Sie den Elfer an sich gesehen und natürlich zu der Szene Markus Kolke pariert? Und ist das eher dann auch etwas Glückssache oder müssen Sie da schon Ihrer Mannschaft einen Vorwurf machen, dass man da nicht schärfer hinterhergegangen ist? Also Fakt ist, dass diese ganze Entstehung zu diesem Tor, da hätten wir schon viel, viel eher aktiver sein müssen. Auch Nils Fröhling hatte dann schon, ich glaube schon deutlich vorher, die Möglichkeit da so eine Situation dann halt auch schon unter den Ball zu gewinnen und lässt dann einfach in die Mitte ziehen und dann ist es ist ein Kontakt da, er lässt sich fallen, nimmt das natürlich auch dankend an. Ich glaube, so hart war der Kontakt nicht, dass man unbedingt fallen muss, aber das ist handelsüblich im Fußball. Und der Mannschaft muss man einen großen Vorwurf machen, dass man dann halt nicht nachläuft. Wir wissen, dass Markus Kolke immer in der Lage ist, Elfmeter zu halten und dann darf mir das nicht passieren. Und auch selbst wenn da jemand Anlauf nimmt, da muss ich dann halt mitgehen oder ich muss ihn dann halt irgendwo blocken. Wir stehen dann da und denken, das Tor ist schon gefallen und dann kriegen dann halt so einen Nachschuss dann rein. Das ist schon ein bisschen dumm, das muss ich sagen. Thank you.
doch schön, wir gehen mit einer Führung in die Halbzeitpause. Während in der Pause wieder deutlich wurde, was die Hansa-Fans von den Gästefans halten.
Schumann mit Köpke und Schumann mit dem 2:0. Zweites Saisontor auch für ihn, der uns die extra Note Fußball bringt, wie Robert Klaus es formuliert, der freche Lösungen hat. Und manchmal ist es einfach auch nur ganz viel Glück, denn da steht ihm Pascal Köpke im Weg, ist fast schon unfreiwilliger Vorlagengeber. Aber für die einen läuft eben ganz viel und für die anderen dafür praktisch gar nichts. Rostock nämlich, die konnten anlaufen, die konnten tun, was sie wollten.
Minuten zu spielen und die Führung hält 2-0 Nürnberg.
Hansa Rostock mit 2:0. Jump on it.
Und da hinten ist dann schon der neue Markt, wo mein Auto steht. Und am Ende insgesamt 1384 Kilometer gefahren und mit diesem Spieltag Augenzeuge geworden, wie der Club auf den 6. Tabellenplatz klettert und 3 Punkte hinter den Aufstiegsplätzen liegt. Du magst Rostock. Ich mag auch Rostock. Ich bin jetzt auch in Rostock dabei. Sehr gut. Und da gewinnen wir mal, oder?